Guten Tag, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Schwatzingen. Ja, wir wollen euch einmal die neue Map vorstellen. Es ist soweit, die V3 wird released. Der liebe Füsi ist auch dabei. Hallo. Der liebe Julian ist auch dabei. Hallo. Was, wie hast du mich gerade genannt? Füsi. Nee, was? Du hast doch vorne was gesagt. Ich hab's auch gehört, er hat lieb gesagt. Hat er lieb gesagt? Er hat lieb Nein, gesagt. Nein, er hat nicht lieb gesagt, gehört. Ich hab was anderes verstanden. Was hast du gesagt, Tino? Kriegst du gleich eine Kopfnuss. Nee, jetzt mal ernsthaft, was hast du gesagt? Der Füsi kriegt gleich Hiebe. Was willst du jetzt, Digga? Ich hab was anderes verstanden. Was hast, hat er jetzt Liebe gesagt oder was hat er gesagt? Was hast du denn verstanden? Nee, sag ich nicht, sag erst mal, was du gesagt hast. Ich hab gesagt, der liebe Füsi ist auch dabei. Ja, so ist das. Gut, ja, aber ist wirklich so, jetzt ohne Scheiß. Ja. In diesem Sinne aber müssen wir anfangen. Komm, wir wollen die Map vorstellen hier. Ich bin wirklich lieb. Nein. So, die V3. Meine lieben Freunde, wir releasen die V3. Das heißt, neue Schwatzing-Version am Start. Der liebe Julian ist dabei, dass wir auch wissen, um was es alles geht. Hast du jetzt fertig gebaut, Füsi? Ja, Entschuldigung. Mein Gott, ey. So, erzähl mal, hau mal raus, Julian. Wir sind nämlich gerade hier an Hof 1. Also wir haben Hof 1 halt einfach mal komplett überarbeitet. Julian, was ist das? Echt? Ach ja, na eben. Komm wieder das Tor zu hier. Steini hat halt ein paar Wünsche geäußert, wie er den Hof so ungefähr gern hätte. Und wir haben das halt dann ein bisschen umgesetzt. Und ein paar jeder Hof hat jetzt ein Wasserfass, außer das LU, weil das LU braucht ja eigentlich kein Wasserfass. Achso, also dieses Wasserfass wurde jetzt standardmäßig auf jeden Hof verbaut. Gut. Genau, das perfekt. Ist jetzt fest verbaut auf jedem Hof. Ja. Dann haben wir halt hier so Schüttguthallen hingebaut. Ja. Leimbänderhallen haben wir welche hingebaut. Es gibt jetzt keinen Hühnerstall mehr auf Hof 1. Okay, alles klar. Weil er hat gesagt, braucht er nicht. Und ja, ist ja wurscht, was Steini gesagt hat. Sag, erzähl einfach, was... Jeder Hof, glaube ich, eine Werkstatt. Achso, hier so eine Werkstatt bekommen, ja. Und hier eine Waschanlage oder was? Ne, die hat er hingestellt. Also die ist jetzt auch nicht hier. Die hat keinen Hof. Kein Hof hat er fest eine Waschanlage platziert. Achso, die ist einfach nur so hingestellt. Genau. Okay, alles klar. Okay, also ja, Waschanlage. Das Hofsilo hat sich verändert, das hat einmal nach hinten gerutscht hinter die Leimbinderhalle. Ja, verstehe. Ja, das war eigentlich so der Hof 1, was wir da halt verändert haben. Ja. Okay. Weiter geht's. Zu Freezys Hof. Zu Freezys Hof? Putz dir bloß die Schuhe ab, ey. Bin schon im Schweinestall. Im Schweinestall, war klar. So, okay, Freezys Hof hat jetzt auch hier ein Wasserfass hinbekommen, okay. Genau, verstehe. Das ist auf dem Hof eigentlich nur die einzigste Erneuerung. Ja. Mehr wurde sich nicht gewünscht. Das ist einfach ja, hier ist ja auch alles da, davon mal abgesehen. Genau, wollte ich gerade sagen, ich brauchte hier auch nichts, das ist alles genau. Super ja. Gewesen. Dann würde ich, da wir eben bei Freezys Hof sind, würde ich gleich zur BGA runtergehen. Oh ja, Bitch. BGA, okay. Ja, ist das schick hier, riecht dir das? Sich, das riecht hier nach Geld, oder? Wir haben die Silos, die Trigger jetzt noch ein bisschen angepasst, dass die hoffentlich jetzt besser funktionieren sollen. Ja. Dass das nicht mehr in die Wände rein geht. Okay. Wir haben da ein bisschen was angepasst. Dann haben wir dir ein Tor verpasst. Ja. Wir haben die Zaunfelder weggenommen. Ja. Dann habe ich dir hier ein wunderschickes Büro hingestellt. Ja, also, das finde ich sehr, sehr nice. Also ich, so ein Container halt. Ich finde es nice, aber für Olo sehr unpraktisch. Der wird wahrscheinlich den ganzen Tag nur auf dem Sofa sitzen und Fernsehen glotzen jetzt. Ja, das Haus, eigentlich ist es ein Schlafhaus, aber da das auf deine Farm-ID gebunden ist, kannst du da nicht schlafen. Ja. Dann das Größere, was du bekommen hast, ist ja noch eine andere BGA. Für Rüben und so weiter. Ja, das ist Rüben, die aus dem also Global Company. Genau, hier kann ich Rüben abgeben, Gülle kann ich hier abgeben und Mist und alles und das wird auch zu Geld gemacht. Das schmeckt. Ah ja. Ich habe ja. Wird wieder das Wasser in den Stausee getragen hier. Mhm. Also, habe ich das Gefühl. Wie ihr ja alle schon aus den Folgen mitbekommen habt, bin ich ja einen Deal eingegangen mit dem Bauern da, der Rüben und sowas macht. Da wird hier einiges passieren. Aber es ist nicht alles. Wir haben dir noch eine kleine Hintertür eingebaut. Nee. Ne, wenn du mal hier wieder zur Halle gehst. Ja. Zurück. Andere Richtung, Tino. Ja. Eingang, wo eigentlich die BGA ist. Wenn du hier hinter dieses Gebäude guckst.
hast du ebenfalls ein Tor. Mit einem Weg auf die Straße vor. Ja. Oh, das also ist, man muss erst das ist super. Du musst jetzt nicht mehr um dieses kleine Waldstück rumfahren, sondern du könntest auch hier links abbiegen und dann halt hier runterfahren. Das ist nice. Haben wir da aber auch mit einem Tor abgesperrt. Ja. Und das war so die Erneuerung an der BGA. Okay. So, bei Hof 3 hat sich nichts geändert. Hof 3 war? Außer dass der Pappelhof. Ja, okay. Außer halt, wie gesagt, bei jedem Hof ein Wasserfass. Ja. Bei Hof 4 hat sich auch nichts geändert, außer das Wasserfass. Ja. So, beim Adler hat sich, am Shop hat sich nur geändert, dass da jetzt auch ein Tor ist. Also da ist jetzt auch mit einem Tor abgesperrt. Achso, er hat auch so ein Tor, ja, verstehe ich. Ja. Dann würde ich mal... Ich habe eben kurz eine kleine Frage, das würde auch wahrscheinlich die Zuschauer interessieren. Sieht das aus? Ich meine, ich weiß es und jeder weiß es von uns, aber im Singleplayer mit den Toren, da ist ja heute immer noch Palaver wegen, ich kriege heute immer noch Anfragen, im Singleplayer kann ich die Tore nicht öffnen. Ja, eigentlich ist ja die, eigentlich ist die Map ja keine Singleplayer-Map. Genau. Die ist halt, die Map hat einen Grundgedanke auf True Farming, auf das ganze Projekt hier, auf die verschiedenen Höfe und deswegen ist es halt alles Farm-ID gebunden. Sprich, es würde ja nichts bringen, wenn jeder das Tor aufmachen kann, obwohl es zum Beispiel der Tino bei sich nicht möchte oder der Freezy bei der BGA nicht möchte. Genau. Also deswegen, also um alles einfacher zu machen, macht euch einfach ein Multiplayer-Spiel auf, das ist ja nichts anderes. Das Einzigste an der Geschichte ist, ihr müsst halt den Hof wechseln, um das Tor aufzumachen. Aber das macht ihr einmal auf, dann ist es offen, dann könnt ihr ja halt auch da durchfahren. Aber ich glaube, das bricht jetzt keinem Zahn ab, ein Multiplayer-Spiel aufzumachen. Ja. Das Safe-Game bleibt ja trotzdem da. Ja. Ja. Passt. Okay. Dann wollen wir mal zum Landhandel, hätte ich gesagt. Ja. Der Landhandel hat auch nicht sehr viel bekommen. Oh, da kann ich nicht hinspringen. Liegt an dem Bann. Ja. Also Landhandel hat auf jeden Fall bekommen ein neues Schild. Der Landhandel hat ein neues Schild für die Technik. Und auch der Landhandel selber hat ein Schild-Upgrade bekommen. Genau, der Landhandel selber hat auch ein Schild-Upgrade bekommen. Das ist jetzt hier hinten dran, ne? Genau, es steht eins links von den Parkplätzen steht ein Schild mit Landhandel. Allerdings auch das Einzigste, muss ich zugeben. Und auf der anderen Seite steht eben dieses Agrar, die Werkstatt, ja. Das Werkstattschild. Ja. Es ist auch nochmal an der Halle dran, das neue Schild. Manus Agrartech. Ja. Und in der Halle haben wir es auch noch ausgetauscht. Wo? Hinten, wo eigentlich der Waschplatz in der Halle ist. Ja. Ah ja, perfekt. Ja. Die okay, super. Hauptveränderung am Landhandel ist eigentlich nur, dass ihr jetzt einen Container habt zum Schlafen, also ein Farmhaus. Juhu! Das steht wie folgt am Eingang. Lul. Hast du schon fleißige Mitarbeiter, wie ich sehe? Ja, ich sehe schon. Die machen hier eine kleine Konferenz, habe ich das Gefühl. Hör die mal nicht. Die machen hier den Schlachtplan. Ja. Was wir als nächstes kaufen. Das war... Die ganze Produktion sind auf Global Company angepasst. Habe ich ja gerade ein Bier gehört, Jungs. Ich hab's auch gehört, ja. Kann ja wohl nicht sein, meine Freunde. Hier ist ein Wasserspender extra! Uiuiui. So, wir müssen, glaube ich, weiter. Die mache ich wieder Privatfeier. Okay. Ist ja so, dass dein Kalkberg hier, der ist jetzt irgendwie geschrumpft. Ja. Aber wenn die Produktion, der wächst, wenn die Produktion an ist. Ah, okay, jetzt sieht man es tatsächlich an diesem Berg hier. Genau. Kann ich entnehmen hier? Nee. Okay. Das war die Hauptveränderung im Landhandel. Dann würde ich mal in Hof 6 zu den Ringeless gehen. Das ist der hellblaue Hof, falls ihr hinspringen möchtet. Ja. Wir wissen, wo die Ringeless sind. Im Ringeless hat sich auch einiges getan. War der Baum schon immer hier in der Mitte? Nein, der Baum ist neu. Den säge ich ab. Dekadenz lässt grüßen wieder mal. Ohne Scheiße. Gut, dass das kein goldener Baum ist. Ja, und da Ringele reingeritzt ist. Ja. Weiter? Dann hat sich hier eine
5 Tore hier Leinbinderhalle eingefügt in den Berg. Der Hof ist nach hinten vergrößert worden. Ach hier, ja, okay. Ja. Dann hat er eine Werkstatt bekommen. Also die ist versetzt nach hinten. Aber also, wie soll das sein mit der Werkstatt? Sollen die wie sollen die nutzen? Muss ja, ich jetzt mal fragen. Die ist ja auf ihre Farm-ID geschrieben. Ja, ja, aber da können die jetzt alle ihre Sachen selber reparieren oder was? Es ist ja für... Du, konnten wir ja schon immer, wir dürfen es ja nur nicht. Richtig. Das ist zum Reifen umstecken. Ja. Hm, verstehe ich, alles klar. Also es ist quasi dafür da, dass wenn man mal das Equipment austauschen will. Genau. Am Traktor. Okay, ja. Alles klar. Deshalb gibt es natürlich logischerweise Sinn, ja. Eine kleine Veränderung, ich habe den Hühnerstall gedreht, aber das ist nicht so dramatisch. Okay. Ja. Das war der... Mehr hat sich im Ringelhof nicht getan. Dann gibt es 6 neue Produktionen an der Zahl. Jetzt geht's nämlich langsam los, meine Freunde. 6 neue Produktionen. Okay, wo müssen wir hin? Ins... Am besten ins LU-Konto. Warte. Dann seht ihr die auch. Welches Farbe? Rot. Rot. Ja. Und zwar ganz oben links ist ein Sägewerk. Ah ja, okay. Ach so, okay, das erreicht man jetzt von hier hinten. Hm, verstehe. Etwas versteckert. Über dem Hafen quasi kann man hier dann ins Sägewerk reinhasseln. Genau. Ne? Okay, cool. Denn okay, hier ist ein Sägewerk, erzähl. Genau, produziert Bretterpaletten und Leerpaletten. Und zwar das Ganze mit Hackschnitzel. Also du kannst Pappeln, Häckseln oder halt Holzhackschnitzel. Ja. Kriegst dann Leerpaletten oder Bretterpaletten raus. Und die dienen zum Weiterverkauf? Die dienen zur Weiterproduktion oder zum Verkauf. Das wollte ich gerade fragen. Also die kann man auch zur Produktion bringen, damit die da... Bretterpaletten bringen natürlich gar nichts, ne? Bretterpaletten sind nur dafür da, um Leerpaletten herzustellen. Oder siehst du das falsch? Bretterpaletten kann ich dir jetzt zu 100% nicht sagen, weil du kannst es ja eh nicht verkaufen, also bringen sie dir eigentlich gar nichts. Weil Bretterpaletten haben aktuell keinen Nutzen auf der Map. Wichtig sind die Leerpaletten. Ach so, die werden gleichzeitig hergestellt? Ja, genau. Du kannst da nur eine, also du musst da nicht beide anwerfen, du kannst da nur eine herstellen. Du kannst praktisch nur Leerpaletten herstellen. Wo warst du das an und aus? Ja, hier, komm mal zu mir, am Eingang wieder. Ich weiß nicht, wer da gerade gerannt kommt. Ja, ich. Ja, hier, wenn du hier dran mit R zum Beispiel rangehst, hast du hier Leerpaletten, Bretterpaletten. Du musst aber Rohstoff einfüllen, damit du... Das deaktivieren kannst wieder. Damit du es aktivieren kannst. Also, du musst halt im Besitz des Sägewerks sein. Ja, verstehe. Das ist geil, finde ich gut. Das Ganze kannst du allerdings auch mit Steuerung G... Für das Global Community Script kannst du alles einsehen. Genau, ja? Das ist Grüße gehen auch mal an der Stelle raus vom lieben Fat Action, die Mods. Die hat er uns zur Verfügung gestellt. Also er hat uns die Freigabe dafür erteilt. Dafür echt Kuss auf deinen Nacken, Bruder. Die passen einfach, die taugen was, ne? Ja, Feed. Deswegen nehmen wir die auch. Vielen, vielen lieben Dank, Feed. Grüß dich, Frau. Feed. Ja, meine ich doch. Nicht Fett. Oh, ich sag mal Fett. Halt, Mann. So, wenn ihr auf der Kanne noch mal seid. Wenn ihr dem Feed ist, hast du auch Action. Mit Ingwer Tee, versteht sich. Seitdem ich den getrunken habe, muss ich sehr viel pupsen. Auf der Schiene jetzt hier, oder was? Erzähl mal, los, weiter geht's. Dann sehr schön. Geht nochmal in die Kartenübersicht. Ja. Hafen Nord. Ja. Dieselherstellung. Ah. Oh, das wird meine, ja. Da kannst du halt mit Raps oder Sonnenblumen kannst du Diesel herstellen. Was für eine Raffinerie. Junge, ich wär Ölmogul, ey. Das wird meine Welt. Ölmogul, zack, 85 Milliarden auf dem Konto und das Dings geritzt. Ja, könnt ihr mich nur noch mit meiner Yacht um Schwarzing fahren. Auf entspannen den ganzen Tag. Dann ganz unten Hafen Süd. Ist der Kompostmaster, also der Komposter. Warte mal, hier kommt Kompost raus. Was machst du mit dem Kompost? Kannst du dann weiterverarbeiten in der nächste, in eine andere Produktion. Unten in dem Kompostmaster? Nee. Nee, der macht der Kompost. Ah ja, verstehe ich. Was muss man hier... Gibt ja auch Sinn. Was muss man hier alles hinbringen? Ja, wenn du hier rüber gehst. Hier ist die Tafel. Hm? Oh. Also du Material und Diesel und dann kriegst du Kompost. Okay, also du kriegst oben als Nebenprodukt Kompost, aber du kriegst auch hier Kompost. Genau. Jetzt habe ich kurz eine kleine Frage. Ich wollte gerade den Preis sehen. Wenn ich hier draufklicke, umrandet der mir die ganze Parzelle rumherum. Da sind ja, ist ja alles mit bei, oder vertue ich mich da jetzt? Ach du Scheiße.
Weil da oben ist auch die Dieselherstellung. Oder ist das vielleicht noch ein kleiner Fehler? Das ist allerdings ein kleiner Fehler, muss ich zugeben. Weil da hat Jakob eine Parzelle vergessen. Parzellen noch nicht getrennt. Das gleiche ist aber auch beim Säge. Nee, gar nicht wahr. Bei der Dieselherstellung, Entschuldigung. Wenn du die kaufen willst. Hat er zwei vergessen. Ja. Ja. Okay. Gut zu wissen. Oh, sag ich nur. Ja. Also, das ist allerdings ein kleiner Fehler, der ist nicht beabsichtigt. Aber kann ja mal vorkommen. Ja, ja. Ja. Da, wo gehobelt wird, da fällt auch Späne, sag ich immer, ne? Aber hallo, das ist doch nicht schlimm, also. Nein, das ist so nicht. Jetzt kommt nochmal eine interessante Produktion. Also, wenn ihr... Ich sag immer nur, wer arbeitet, kann Fehler machen, ne? Das ist wohl wahr. Ist auch wieder richtig. Ja, so, erzähl mal weiter. Ganz unten rechts auf der Map ist eine Mehlfabrik. Das ist meine. Das ist seine, sagt er. Weizen, Gerste, Roggen. Es gibt übrigens auch Roggen auf der Map. Hier rein. Plus Leerpaletten. Erstellt Mehlpaletten. Dafür ja Leerpaletten und so, ne? Oh, das kann ja interessant werden, wenn jemand das Sägewerk kauft und so, mit dem handeln und so. Boah, das wird lustig, da freue ich mich drauf. Ich habe da echt schon, ich bin mal gespannt. Getreide und Leerpaletten, um Mehl herzustellen. Okay, Mehl ist ein Endprodukt, ne? Ja. Aktuell. Ja. Aktuell alles Endprodukt, also das Mehl. Also Kompost ist ein Endprodukt. Kompost kann ich verkaufen, kann ich Kompost auch zum Düngen nehmen? Boah, das bin ich jetzt aktuell gerade überfragt. Das hast du mich gerade erwischt. Okay. Du brauchst Kompost aber auch nur für was anderem. Warte mal ganz kurz. Kurz. Okay, ja. David Train schreibt, ja, kann man nehmen zum Düngen. Okay. Es stellt sich aber die Frage, woher Devil Train das weiß. Vielleicht weil er von Fat Action die Map spielt und die Produktion kennt. Ja gut, aber ist auf der Map geschrieben, dass das als Dünger geht? Das weiß er doch nicht. Ja, das müssen wir halt wissen. Gibt's ja auch bei der Bergmann, okay? Kompost kannst du als Mistersatz nehmen, okay? SN schreibt mir gerade, man braucht einen Mod-Miststreuer dafür. Aber das können wir später mal prüfen. Wir werden sehen, Fakt ist, wir können es verkaufen für ein gutes Geld, das ist ja schon mal wichtig. Kannst du auch weiterverarbeiten. Ja. Wie du ja auf der Karte siehst, in der Mitte von der Map, auf dem riesigen Berg, ist eine Kirschplantage. Oh! Und da brauchst du zum Beispiel Kompost, Wasser und Dünger. Ich will nicht wissen, jetzt mal ohne Scheiß, wie viele Leute vorhin so gedacht haben, wo wir von Hof zu Hof gegangen sind. Aha. Aha. Okay. Boah. Weißt du wieso? Nach dem Motto? Hat so, sich aber, verändert? Ja, aber sind, ey, Leute, 6 Produktionen dazu kommen. Das ist halt schon geil. Das ist halt echt geil. Okay, cool, hier ist eine Kirschplantage. Hier kannst du halt schön deine Kirschen plantieren. Genau, Kompost, Dünger. Ah ja, Kompost, Wasser, Dünger. Okay. Dann gibt's Kirsche auf entspannt. Genau. Ja. Geil. Brauchen wir nur noch eine Entkernungsanlage, Junge, bin ich bester Kunde hier. Dann haben wir die letzte Produktion noch, die ist oben in der Mitte neben Supreme Milk, die Pelletfabrik. Wartet ganz kurz, bevor wir dorthin gehen. Ich bekomme hier gerade Infos rein, dass man die Produkte auch direkt hier kaufen kann. Geht, ja. Also nur mal so zur Info. Aber ich glaube, es hat Manu, glaube ich, eh rausgenommen. Also nur mal so zur Info, bei den Miststreuern im Shop ist Kompost als Symbol mit drin. Ja. Die Frage ist ja halt, wurde es auf der Map reingeschrieben, dass Kompost als Dünger ist? Ja, wenn es bei den Dings schon drin steht, denke ich, wird das automatisch, oder? Also, aber ist auch scheißegal, ja, können wir ja irgendwie überprüfen. So, wo sollen wir jetzt hin? Mehl? Ne, ganz ach, oben hier. In der Mitte Pelletfabrik. Achso, das war die Mehlfabrik. Ganz oben in der Mitte Pelletfabrik. Genau. Die ist auch schön versteckt. Viel Spaß wünsche ich euch, die Einfahrt zu finden. Weißt du, wo die Einfahrt ist? Aber das ist ja natürlich echt abenteuerlich hier hinter, ne?
Ja, ist. Aber cool, ja, auf jeden Fall. Man muss es finden. Okay, hier ist die Mehlfabrik. Die Pelletfabrik. Ja, ist die Pelletfabrik. Du brauchst eben Stroh oder Hackschnitzel und Leerpaletten. Dann bekommst du Pellets raus. Ja, der Dings schreibt auch gerade Mario, die schreiben sich automatisch rein durchs GC, durch Global Company. Das vermute ich nämlich auch. Okay. Aber ist egal, wir werden es rausfinden. Hier auf dieser Fläche entstehen aber durch die Paletten mit den Pellets. Ah, Paletten, okay. Das werden auch wieder Paletten. Dafür brauchst du ja Leerpaletten. Okay, perfekt. Okay. Ja, das waren jetzt so die großen Erneuerungen auf der Map. Ja, nee, waren es nicht. Erzähl mal, was gibt's noch? Das Wichtigste. Wir haben oben auch ein paar Anzeigen mehr. Das ist nämlich gerade Frühling. Ach so, ja, Seasons gibt's noch. Das habe ich ganz vergessen. Das Wichtigste vergessen, ja. Ja, Season. Also die Map ist Season-ready gemacht worden. Das heißt, ab sofort wird hier auch mit Season gespielt, ne? Da ist jetzt die Frage, wo kann man jetzt, erzähl uns mal was zum Season, was du weißt. Was? Ja, was möchtest du wissen zu Season? Wo kann ich nachschauen jetzt? Gibt es irgendwelche Anzeigen, irgendwas über Season? Ja, du musst Alt links und S, machst du das Season-Menü auf. Genau, das wäre schon mal, genau. Okay, da sind wir die Jahreszeiten, wann welche Früchte quasi angebaut werden könnten. Genau, welche Temperatur sie brauchen. Wann die wachsen und so weiter und so fort. Genau, dann oben das zweite Symbol siehst du halt die Wetterlage, wie es Wetter wird. Ob es regnet, ob es nicht regnet, Sonnenschein bewölkt. Was ist dann aktuell ein Tag? Wie viel ist eine. Wir haben eine Season ist 6 Tage in-game. Eine Season ist in 6 in-game Tag, okay. Genau. Dann hast du halt Ernteinformationen, Frostbeständigkeit und so weiter und so fort. Irre. Also das wird echt irre. Angezeigt. Das wird ein bisschen stressig. Das wird wirklich stressig. Aber wir haben uns dafür entschieden, es haben ganz viele geschrieben, nur nochmal zur Info, dass wir, macht doch auf Rivals Season. Das wäre eine absolute Katastrophe. Also wenn wir auf Rivals Season gemacht hätten, das wäre der Untergang gewesen. Aber bei True Farming haben wir keinen Zeitdruck. Das ist ein Projekt ohne Zeit. In dem Sinne, und da haben wir uns überlegt, da wäre Season tatsächlich angebracht und da könnten wir das wirklich mal umsetzen. Und deswegen haben wir jetzt hier bei True Farming eben den Seasons mit drauf. Genau. Dann siehst du halt eine Sache weiter, die Wirtschaft steinigt mich. Ich habe mich jetzt mit dem Seasons nicht ganz so sehr befasst. Da kennst du das schon besser Thema. Aus. Ja, kannst du Fruchtfolgeplan einstellen. Ja. Vorletzte Symbol und ganz hinten halt die Einstellung zu Seasons, welche Temperatureinheit, Season-Einführung, Länge der Season und so weiter und so fort. Ja. Auch Schneespuren und Schneemodus, ob Schnee fallen soll oder nicht. Ja. Okay. Wird interessant. Der erste Schnee wird sehr interessant. Ja. Ich denke 6 Tage, Leute, wir müssen das mal testen, wie lange. Wie lange? Ich überlege gerade was. Immer noch hin und her machen. Muss der Season aktiv sein? Wie aktiv? Also kann man den auch ausschalten? Naja, es ist kann nicht, es muss nicht sein, aber es kann halt. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ja, sag's doch einfach. Kann passieren, dass dir halt das Safe Game wieder zerschießt, wenn du die Seasons während einer Season wechselt oder sowas umstellst. Deswegen. Ja. Wir uns da halt trotzdem einig werden und dann halt durchziehen. 6 Tage ist zu lang. Okay, ja, ich würde sagen, wir warten mal ab. Schade, dass die Ölmühle und die Bäckerei nicht mit drauf sind. Ja. Hat da den einen oder anderen Konflikt gegeben mit dem ganzen Zeug. Das hat alles nicht so richtig hingehauen auf die Schnelle, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen. Sie auch nur, was heißt nur, es sind halt 6 Produktionen. Ja. 6 Produktionen ist ja auch sportlich. Genau, auf die kurze Zeit gesehen, deswegen. Und wir haben halt eben Multifruchttechnisch auch noch was hinbekommen. Genau. Nämlich Zwiebeln, Hopfen, Karotten und Roggen. Die haben uns auch ganz schön geärgert, diese Multifrucht. Ja. Aber theoretisch kann jetzt jede weitere Frucht eigentlich erweitert werden, oder? Wenn wir es einmal haben. Ja, du kannst schon reinschreiben, das ist nicht das Problem. Du musst halt dann die
die Dateien dazu haben, wie ein Symbol dazu zum Beispiel. Ja, so weiter. Das ist ja klar. Das ist klar. Man muss da gucken, ob es. Ja, also ganz, ganz so einfach ist es nicht, aber es ist möglich, sagen wir so. Ja. Und Leute, seht es auch mal bitte so. Das ist jetzt die V3. Wir wollen die V3 jetzt erstmal releasen, logischerweise. Wir wollten natürlich auch mal wieder was Neues haben, das ist ganz klar. Aber solange wir unsere Modder Lust haben und solange wir die Bock haben, hier mit der Map weiterzumachen, wird es ja auch neue Versionen geben. Und was an, vielleicht gibt es ja schon die ersten Ideen für die V4. Vielleicht werden ja jetzt dann schon die ersten Schritte gemacht für die V4. Alles offen. Wie, wann, wo und so weiter. Jetzt sind wir erstmal bei der V3. 6 Produktionen sind dazugekommen. Das ist natürlich mega beliebig erweiterbar. Ob man eine V3.1 rausbringen, wo vielleicht noch eine Produktion dazukommt und so. Ihr wisst ja selber, es gibt keine Grenzen, es gibt in dem Sinne keine Limits. Wie wir das alles machen, das werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, diese Möglichkeiten stehen uns offen. Das will ich einfach damit sagen. Deswegen, also es kann durchaus eine 3.1 kommen, wo halt eben die Bäckerei noch mit drin ist oder was auch immer. Nur als Beispiel. Ne, ich bin dir drauf festnageln wieder. Ja, so. Es gibt da viele. Genau. Mittlerweile. Das Problem ist halt nur, jedes Mal, wenn wir was machen, müssen wir ein neues Safe-Game machen. Das ist unser Problem. Das ist richtig. Ist ein Riesenproblem. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Wann kommt die V4 mit der Bäckerei? War mir klar, dass die Frage kommt. Gut, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, sind wir aber auch erstmal fertig mit der Map-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat es gefallen, was bei der V3 alles neu ist. Ja, es sind einige Sachen dazugekommen und wir arbeiten weiter. Die Map wird sich immer weiterentwickeln. Ich bin gespannt, wo sie am Ende im Endeffekt stehen wird. Wird auf jeden Fall eine interessante Sache werden. Und ja, ich möchte mich ganz recht herzlich beim Team bedanken, ganz recht herzlich bei unserem Moddern bedanken. Für das Arbeiten, für das Bauen an der Map und ja, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, hier auf einer V3 zu spielen. Dafür tausend Dank und wie gesagt, Leute, dieses kleine Uploaded-Problem, dass die Map über 1 GB groß ist und wir aktuell das nur mit Premium runterladen könnt, da sitzen wir auch dran, das wird sich definitiv auch ändern. Es wird definitiv die Map nicht nur als Premium geben, also das ist mal Fakt, definitiv, weil es kann nicht jeder Premium haben. Das ist auch Fakt. Und ja. So, gut. Nur das ganz kurz zur Info. Deswegen sind wir jetzt erstmal raus. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefällt. Und schreibt in die Kommis auch Anregungen für was noch drauf könnte, wo ihr noch was sehen würdet und so weiter und so fort. Weil unsere Teammitglieder stöbern ja auch immer ganz gerne in den Kommentaren. Und ich sag mal, viele Ideen kann man dann ja auch umsetzen oder mit rausnehmen. Wir sind erstmal fertig. Bis dahin, schaut bei Füsi vorbei. Tschüss. Tschüss. Jo.